Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Raft. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, Lieben, wir sind weiter unterwegs Richtung Tangaroa. Bis jetzt ist leider noch keine weitere Insel aufgetaucht. Ich habe schon fleißig geguckt, habe mir sogar extra das Fernglas gebaut. Aber bis jetzt, Moment, bis jetzt ist nichts aufgetaucht. Aber da vorne taucht, glaube ich, gerade unsere nächste kleine Insel auf. Ansonsten bin ich schon mal ganz gemütlich dabei, für den Händler wieder die nächsten Fische zu fangen, damit wir wieder einkaufen können, weil so viel Münzen haben wir nicht mehr. Die Müllpressen müssen wir auch gleich noch anschmeißen, so viel Müllwürfel haben wir auch nicht mehr. Und da vorne taucht auf jeden Fall jetzt noch schon mal unsere nächste Schatzinsel auf. Super passend. Ich habe schon die ganze Zeit gesucht, wie gesagt, habe mir extra sogar das Fernglas gebaut, habe nichts entdeckt und passend zum Folgenanfang taucht die Insel auf. Besser geht's doch gar nicht. Super, dann können wir da gleich nochmal gucken. Kann ja nicht sein, dass wir immer nur Schrotthaufen finden. Da muss doch jetzt mal was Normales auf uns warten. Zumindest mal ein Koffer. Wenigstens das. So, Tangaroa. Oh, guck ich das mal an. Hier hätten wir auch noch eine große Insel auf der Seite. Jetzt ist die Frage. 600 Meter nochmal. Das ist ja gar nichts. Da könnten wir ja das... Da sind wir ja in 2 Minuten drüben. Wir könnten ja nochmal hier rüber schippern. Auch nochmal, bevor wir nach Tangaroa. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Die Inseln laufen uns ja nicht weg. Weil das wäre nochmal eine Chance auf 2 Schätze Minimum. Also einen Schatz hatte ich noch nie, dass wir nur einen Schatz auf einer großen Insel haben. Eventuell nochmal 3 Schätze. Nochmal eine Chance auf besondere Tiere. Und diesmal auch wirklich nur besondere Tiere. Ich werde mich beherrschen, weil es wird auch wirklich langsam zu voll. 8 Lamas, das reicht dann jetzt langsam auch. Da müssen wir jetzt wirklich nur noch die dazu mit den besonderen Fellfarben. So, ich würde sagen, hier ist super, hier halten wir an. Einmal Anker setzen, Maschinen aus. Und ich habe auch hier sogar abends mit der Flasche hier am Fenster den Horizont abgeleuchtet. Der Trick, den ihr mir gezeigt habt. Zeige ich auch nochmal, wenn ich dran denke. Im Dunkeln, dass wir nochmal gucken hier. Weil man kann so im Dunkeln hier auch mit der Flasche, wenn man die so in der Hand hält, hier von den Fenstern, habt ihr mir gezeigt, auf jeden Fall den Horizont ableuchten. Total super. Kann man im Dunkeln, hat man im Dunkeln quasi auch nochmal so eine Art Fernglas. Okay, das haben wir. Wir sind an der nächsten kleinen Insel. Hat ja super geklappt. Wie viel Köder haben wir noch in der Tasche? 11. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit und ich brauche eh mal eine ganz gemütliche Folge. Zwischendurch muss es immer mal sein. So, eine ganz gemütlich entspannte Folge. Wir können jetzt in Ruhe das erstmal verangeln hier. Dann haben wir zumindest schon mal alles zum Verkaufen voll. Besonders, wenn wir jetzt nochmal zu einer großen Insel vorher hinfahren. Ja, das machen wir. Einmal nochmal, die ist schon mal voll. Und wir fahren nochmal rüber. Die 500 Meter biegen wir nochmal ab jetzt eben. Zumindest auch unsere letzte von den blauen Flaschen, die ich da jetzt habe. Zum Glück eine war noch über, dass ich überhaupt die Fenster ableuchten konnte. Es wird also auch Zeit, dass wir danach dann nach Tangaroa kommen und dann nach Temperance. Und die Münzen da alle mitnehmen. In Tangaroa müssen wir ja ein bisschen sammeln durch die Häuser. In Temperance war es sogar noch einfacher. Letzte Folge ja schon gesagt. Temperance war eigentlich sogar noch ein besserer Ort. Aber da gibt es nicht so viele Münzen. Aber dafür liegen sie einfach alle in diesem... Fast alle im Iglu-Dorf rum. Und man kann sie alle in einem Rutsch... indem man alle eben mal durch alle Iglus durchflitzt, alle mitnehmen. Zip. Ja, euch geht's gut. Ihr habt jetzt sogar einen Wassertank. Also das nächste Mal, dass ich euch nochmal so vernachlässige, wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr passieren. Weil ihr jetzt immer einen extra Wasservorrat habt. Hält zwar auch nicht länger die Batterie in der Pumpe hinten, weil die trotzdem immer sofort anspringt, sobald hier ein Sprinkler einmal was versprinkelt hat. Wird immer sofort immer voll aufgefüllt. Aber wenn die Batterien mal leer sind und wir vielleicht mal wieder etwas länger unterwegs sind, haben die Tierchen zumindest einmal den Tank voll und dann haben sie alle nochmal den zweiten Tank voll. Und das ist hoffentlich so ein Schockmoment, wenn wir nach Hause kommen und alles ist weg und die stehen da mit hängenden Köpfen, dass wir das nicht nochmal haben. Mit unseren Wassertanks. Ah, herrlich, Leute. Das macht auch richtig Laune. Nochmal gemütlich angeln hier. Eigentlich ein bisschen höher stehen, dass man auch was sieht. Im Sonnenuntergang. Ah. Ja, und ihr seid auch nochmal dran. Schere habe ich schon dabei. Wir müssen die Müllpressen auch nochmal anschmeißen. Wir brauchen noch ein paar mehr Müllwürfel, wenn wir noch einkaufen wollen. Hüpp. Und ich habe auch überlegt, wenn wir in Tangaroa vorbeikommen, da gibt es ja auch nochmal die Verkaufsautomaten. Vielleicht können wir auch noch ein paar Münzen erübrigen, um da auch nochmal ein bisschen was mitzunehmen. Ich habe ja schon über ein zweites Radio
nachgedacht. Was, das Radio gab es ja da in den Verkaufsautomaten auf Tangaroa. Unser Fluss ist so groß, das Radio von hier hinten, das reicht gar nicht bis vorne. Wir brauchen, glaube ich, noch ein Radio vorne. In der Kapitänskajüte oder im Badezimmer oder so. Da muss noch eins hin. Kassette habe ich schon. Weil die gibt es auf Tangaroa ja auch. Und die spawnt auch immer wieder neu. Also man kann immer wieder da runterfallen in diesen Raum und kann die sich immer wieder mitnehmen. Das ist so gut. Erdbeeren werden wir auf jeden Fall auch mitnehmen. Ganz wichtig. Weil die gibt es tatsächlich nirgendwo. Selbst jetzt, wo wir überall einkaufen können. Selbst auf Utopia gibt es ja keine Erdbeeren und nichts. Die kriegen wir tatsächlich nur auf Tangaroa. So, haben wir noch... Nee, alle Köder sind verangelt. Jetzt seid ihr dran. Wieso lässt du den Kopf hängen? Kannst du mal bitte was essen? Es ist alles hier. Hier, es ist alles... Du hast genug. Die Sprinkler sprinkeln. Ist was. Oh. Ah. Ich mache eine neue Schere. Du kommst nicht davon. Hat sich schon gefreut. Hat sich schon gelacht. Nee, nee, nee. Wir machen uns eine neue. Du kommst auch mit dran. Einmal das, einmal das, einmal das. Ich finde das so gut mittlerweile. Dass der, wie konnte der Bereich überhaupt so lange so leer bleiben? Dass das jetzt erst jetzt... Fällt erst richtig auf, was hier vorher gefehlt hat. Wie leer der Bereich hier vorher war. So. Du bist auch noch dran. Und dann gucken wir mal. Wie gesagt, jetzt kommt schon wirklich gut Wolle rein. So, das reicht doch auch schon wieder. Achso, jetzt kann ich das sogar zeigen. Jetzt, bevor ich vergesse, jetzt packe ich die Flasche erstmal in den Schrank. Nee, jetzt packe ich die Flasche nicht in den Schrank. Jetzt zeige ich das erstmal kurz. Und zwar... Einfach hier hinstellen. Und so mit der Flasche. Und dann sieht man ja, wie... Wenn da jetzt eine Insel wäre, eine kleine, dann würde die sich leicht abzeichnen. Natürlich auch nicht auf jede Entfernung, ist klar. Aber es ist so, dass man es geht auf jeden Fall weiter, als man es mit einem bloßen Auge sehen würde. Man braucht, müsste dann schon das Fernglas benutzen. Tagsüber. Achso, jetzt haben wir hier keine Fenster mehr zum Zeigen. Aber es geht halt an jedem Fenster. Ich wollte sagen, haben wir da hinten vielleicht sogar noch was? Es ist... das ist der Mond da hinten jetzt, der da auftaucht. Oder ein paar Wolken. Das ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall super. Kommt jetzt trotzdem in den Schrank, unsere letzte Flasche. Das ist echt... Und wie man sieht, wie gut die aussehen. Wir brauchen davon deswegen auf jeden Fall mehr. So, Müllpressen anschmeißen. Dass das auch wieder voll wird hier. Einmal du. Und einmal du. So. Ja, so viele Münzen sind es auch nicht mehr. Müllwürfel ist gar nichts mehr. Müssen die Pressen eigentlich mindestens zweimal durchlaufen. Damit wir da vernünftig was kaufen können. So, das erstmal hier rein. Das passt. Angel kann erstmal wieder raus, weil Fisch haben wir noch genug. Und Fisch können wir auch uns in Utopia noch mehr holen. Weil... Ihr habt geschrieben, dass diese ganzen Opfergaben, die die draußen dann da in den Schalen haben, die müssten und sollten auch wieder neu gespawnt sein. Das heißt, wenn wir da oben wieder hochkommen, können wir wieder aus allen Körben uns einmal was mitnehmen. Wir haben quasi dann lebenslang für die, dafür, dass wir die gerettet haben, haben wir lebenslang, können wir immer einmal vorbeischauen und uns einmal so eine Ladung Vorräte immer abholen in regelmäßigen Abständen. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte mich eigentlich ins Bett legen, erstmal kurz. Tageslicht. So. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Du kommst her. Du kommst her. Bogen geht raus. Schere geht erstmal raus. Das reicht so. Haben wir noch Schwimmflossen? Wir können ruhig auch ein bisschen abtauchen. Ein bisschen Metallschrott auffüllen geht auch, weil da haben wir nicht mehr so viel. Das sieht auf jeden Fall gut aus, was Vorräte an Haken angeht. Nee, Flossen haben wir keine mehr. Dann machen wir uns ruhig mal eben schnell welche. Die kostet ein paar Seile, ein bisschen Kunststoff. Zap. Und Algenglibber. Können wir eigentlich an der großen Insel. An der großen Insel können wir auch ruhig noch mal ein bisschen was mitnehmen. Vier Seile reichen. Wir haben Zeit. Und wie gesagt, eine ganz gemütliche Folge.
Ich brauche einfach mal eine ganz gemütliche Folge. So. Also, ob Bruce sich mal wieder zeigt. Sieht man ja auch nur noch äußerst selten. Hey, Bruce! Ich habe gerade von dir gesprochen. Weil wir dich so lange nicht gesehen haben. Leute haben sich auch schon gefragt, gibt's Bruce überhaupt noch? Bruce gibt's noch? Tatsächlich, da ist er mal wieder. Lange nicht gesehen. Willst du mal wieder eine frische Runde mitkommen in unseren Kühlschrank und auf unseren Grill? Machen wir dich zum lecker Haihappen. Wow, der muss aber schon angeschlagen. Jetzt ging aber schnell. Müssen wir mal gucken. Der Titanhaken, habe ich letzte Folge gesagt, der lohnt sich nicht. Das ist auf jeden Fall Verschwendung, weil der baut das, sieht man, der baut das genauso schnell ab wie der Metallhaken. Schneller geht ja auch nicht mehr. Mit dem Metallhaken war es ja auch immer nur ein Schlag. Aber der hält auch nicht deutlich länger. Von daher. Einmal gebaut zum Angucken, aber das lohnt sich nicht. Vielleicht lohnen sich die Waffen. Aber es ist eigentlich auch Verschwendung, weil die gehen kaputt, gehen sie so oder so. Das Einzige, was sich wirklich richtig, richtig lohnen würde, und das werden wir auch machen, sind die Titanpfeile. Weil die Pfeile haben keine Haltbarkeit. Hätten wir jetzt nicht unsere Pfeile letztes Mal in dem Schweinchen liegen lassen müssen, weil das da irgendwo runtergepurzelt ist, hätten wir immer noch über unsere 36 Pfeile, die wir die ganze Zeit schon hatten, weil wir die ja immer wieder mitnehmen, aus jedem Tierchen. Und damit haben wir dann, deswegen, Titanpfeile lohnen sich, die werden wir uns auf jeden Fall bauen. Weil einen Bogen gibt es nicht und das ist auch egal, aber die Pfeile, dann haben wir nämlich, das ist eine Investition, sage ich, da gehen wir ein bisschen Titan für aus. Deswegen müssen wir auch noch einkaufen, weil ich will unbedingt Titanpfeile ausprobieren. Weil vielleicht brauchen wir dann auch nur noch 4 Schuss für so einen ollen Geier. Das wäre super. Ich glaube, wo ich gerade diese Muschel sehe, ich habe uns auch nochmal ein paar mehr Möwennester gebaut. Ich bin nicht ganz sicher. Ob ich das nur wollte oder ob ich die schon gebaut habe. So. Wenn du jetzt auch wieder nur ein Schrotthaufen bist, dann kriege ich langsam den Glauben daran, dass man keine Schätze mehr finden kann, wenn man die Hauptgeschichte abgeschlossen hat. Obwohl, ihr habt ja die Hauptgeschichte auch schon abgeschlossen zu teilen und habt geschrieben, dass ihr noch Schätze gefunden habt. Hier oben drauf, so ein Stein, das ist doch in so einem, auf so ein Steinschatz ist doch eigentlich immer ein Safe. Wo hängst du denn? Okay. Es ist ein Schrotthaufen! Es ist ein Schrotthaufen, das ist. Das gibt's doch gar nicht. Ich krieg langsam wirklich den. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Kann das doch nicht. Das. Naja, wir fahren jetzt noch eine große Insel an. Da haben wir wenigstens nochmal 2 Schätze. Vielleicht ja sogar nochmal mit Glück 3. Wobei es ja beim letzten Mal auch nicht geholfen. Da waren es dann 3 Schrotthaufen. Das gibt's doch gar nicht. Aber ihr habt noch Schätze gefunden, nachdem ihr die Hauptgeschichte abgeschlossen habt. Ganz sicher. Das habt ihr mir ganz klar gesagt. Von daher, das muss. Sonst kriegen wir die, können wir die Statue ja gar nicht mehr zusammenbekommen. Und auch. Oh, hier ist sogar tatsächlich noch mehr als gedacht. Für so eine ganz kleine Insel. Und hier, oh, guckt mal. Meine Kupfer ist eigentlich noch ganz gut. Müssen dann sowieso auch mal eigentlich zwischendurch die Schmelzen mal wieder anschmeißen. Da haben wir ja auch Zeit für, in so einer ganz gemütlichen Folge. Ton brauchen wir auf jeden Fall auch immer. Und ein bisschen Sand nehmen wir auch noch mit. Und ganz klar Metallschrott. So, guck mal, wie der Haken sich verbraucht. Das ist kein Unterschied zu dem Metallhaken, sage ich. Deswegen, aber Titanpfeile, das ist wirklich das. Ich hab's überlegt, was bauen wir denn mit dem Titan an Waffen? Was probieren wir aus? Und dann habe ich überlegt, ja, die Pfeile, die sind eigentlich das Beste. Und das ist auch das Beste. Ja, den nehmen wir noch mit. Den auch noch. Und dann ist gut. Halt, erst noch einer. Den nehmen wir noch mit. So. Hat sich doch schon gelohnt, zumindest für das. Oh, hier ist noch mehr.
Ach herrlich, Leute, genau sowas muss mal wieder sein. Wir haben auch viel zu lange keine Inseln gemütlich abgetaucht. Weil gut, wir brauchen auch jetzt nicht mehr so super viel von allem. Aber hier Schrott auf jeden Fall. Erze sind auch gut und hier Sand und Ton ist auch immer in Ordnung. Dim. Dim. Du kommst auch noch mit. Und dann fahren wir jetzt aber auch sofort Richtung der Großinsel. Weil jetzt, ich will das jetzt wissen. Wahrscheinlich als erstes. Und dann probieren wir auch gleich die Titanpfeiler an dem Geier aus. Als allererstes Mal. Ja. Und danach sofort Schätze, weil ich will das jetzt wissen. Das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein, dass wir nur. Oh, Bruce ist schon weg. Kommt gleich ein neuer Bruce. Dim, dim, das, weil. Das kann ja nicht sein. So, einmal kurz Taschen leer machen und dann sofort rüber auf die große Insel. Wenn nicht, müssen wir dann eben noch einen Moment da warten, bevor wir einkaufen gehen können, bis die genug Müllwürfel durch sind. Aber wir haben ja Zeit. So, das hier rein. Das sieht gut aus. Ja, wir müssen auf jeden Fall dann auch zwischendurch die Schmelzen mal wieder anschmeißen. Das sieht auch gut aus. Das hat sich auch... Das war auf jeden Fall schon mal wieder ordentlich hier. Für den Metallschrott. Seile. Und Pfeile. Und du kannst raus, du kannst raus. Hai happen in den Kühlschrank. Halt. Da rein. Ein paar Planken und ein bisschen Plastikschrott. So. Jetzt Kurs setzen. Erstmal sofort Kurs setzen. Und einen Schluck trinken. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Die wollten wir ansteuern, nicht die vor uns. Die hier, die da drüben. So, Maschinenstart. Einmal rüber, die halt näher Richtung Tangaroa schon gleich ist. Mal sehen, was wir für eine haben. Ob es eine normale Insel ist oder ob es eine von den besonderen kleinen Inseln ist. Großen Inseln ist. So, sehr schön. Kann doch nicht sein, dass wir... Okay, bauen wir erstmal die Titanpfeile auf jeden Fall schon mal. Was kosten die? Ein Barren nur, das ist sehr schön. Wir kriegen auch gleich trotzdem 6 Pfeile raus. Das ist natürlich super. Das ist natürlich super. Okay, dann gib mal her. Das reicht ja dann schon. Können wir erstmal so lassen. So, das. Dann... Planken und Federn. Mal gucken, ob ich... Hatte ich jetzt Möwennester eigentlich noch gemacht? Hatte ich. Ja! Nein! Die ist von Bord geflogen. Aber so richtig weit. So ein Mist. Da hinten schwimmt sie. Ah, was... Ah, die ist weg. Okay, die ist weg. Dann die jetzt. Nein, warum fliegt ihr so komisch? Ah, weil wir wahrscheinlich so schnell fahren gerade. Okay, Mist, einmal Möwensteak ist ausgegangen. Jetzt holt sich Bruce dann. So, Federn, Titanpfeile, Leute. Super, ich weiß nicht, dass sie plötzlich eine Haltbarkeit haben. Nee, haben sie nicht. So, eine volle Ladung, 30 Titanpfeile, das muss ja erstmal reichen. Da bin ich jetzt gespannt, wie viel der Vogel dann jetzt noch aushält. Was wollte ich hier? Gar nichts. Das da rein. Titanbarren rüber. Sehr gut. Jetzt bin ich gespannt. Wie gut sieht unser Bogen noch aus? Der ist noch super. So, du kannst auf jeden Fall auch schon mal in die Tasche und du auf jeden Fall auch schon mal. Die lassen wir hier. Das können wir kurz rausnehmen. Dann nur für besondere Tiere. Nur für besondere Tiere. Kommt das schon mal in die Tasche. Und du. Weil unsere Lamas sind schon wieder so frisch. Gib mal das kurz her. Bin ich jetzt gespannt,
Einmal auf die Pfeile und noch viel mehr. Oh, wir sind schon da. Wir sind schon sowas von da. Wir kriegen gleich Besuch an Bord von dem großen Vogel, wenn wir nicht aufpassen. Ei, das ging schneller als gedacht jetzt. Rückwärtsgang. Volle Kraft zurück. Wir sehen aber gar nicht. Moment. Maschinenstopp, Anker setzen. Ja. Okay. Sehr schön. Es ist aus der ganz entspannten Folge schon wieder eine Schatzjagd geworden jetzt hier. Aber ich will das jetzt auch mal wissen. Euch habe ich jetzt alle erwischt auf der Runde. Yep, super. Müllpressen waren auch einmal durch. Batterien sind natürlich dann auch immer einmal durch. Nach der zweiten Runde, die schmeißen wir erstmal hier rein und schnappen uns die zwei. Und füllen gleich nochmal auf. So. Und dann gehen wir ins Bett, weil es wird schon wieder dunkel. Und dann gehen wir rüber. Habe ich alles mitgenommen? Ja, jetzt habe ich mehr mitgenommen, als wir brauchen. Aber egal, einmal auffüllen und... So. Das ist aber schon gut, 8 Lamas zu haben. Da kann man jetzt auch nichts sagen. Zap. So. Alles klar, wir sind ausgerüstet. Aber wir sind nicht... Wir sind noch nicht komplett ausgerüstet. Moment. Hier den Haken brauchen wir doch auch erstmal sowieso nicht. Ist mal eine Gemüsesuppe. Und ist ein Barbecue. Und haben wir noch... Wir trink mal so ein hier. Das reicht schon. So, und wir müssen nochmal Smoothies unbedingt nachmachen hier. Essen haben wir genug, aber nichts mehr zu trinken. Okay, darfst du da ruhig wieder hin. Ab ins Bett. Wie? Ich weiß, ist doch schon dunkel. Oh, und hier. Pass mal auf, du gehst nochmal kurz hier hin, weil nur zur absoluten Sicherheit kommt da mal so ein bisschen Heilsalbe drauf. Oh, die sehen cool aus. Die sehen gut aus. Alles klar. Auf geht's. Auf geht's. Na, Bruce? Wir können ja auch, hier können wir auch nochmal in Ruhe ruhig dann ein bisschen die Insel abtauchen. Aber jetzt möchte ich erstmal das mit den Schätzen wissen. Und ich möchte wissen, wie gut die Titanpfeile sind. Ist das neblig hier heute? Ist das ein neu... Hatten wir so ein Wetter schon mal? Guck mal, wie diesig das ist. Guck mal, auch am Horizont hier. Oh, Schweinchen. So ein Wetter hatten wir noch nie. Gibt's auf einmal neues Wetter? Oder das ist ein bisschen so wie... wirkt ein bisschen wie in dem Schneebereich, in dem Eisbiom. So, wie viele Pfeile hat der jetzt? Beim Schweinchen habe ich mitgezählt. Ich würde sagen, müsste jetzt aber eigentlich schon 5 Stück. Ich glaube, der hat vorher ein mehr gebraucht. 6 hat er, glaube ich, vorher gebraucht. Oder 7. Guck ich mal dieses Wetter an. Das ist doch so, das... Hallo? 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 Ja... Ja, Hühnchen müssen wir mal gucken, weil Hühnchen sind ja so klein. Die nehmen ja jetzt nicht so viel Platz weg. Da könnte man ja drüber nachdenken, auch vielleicht ein einfaches blaues Hühnchen mitzunehmen. Eventuell. Wir gucken erstmal nochmal nach Schätzen jetzt hier. Aber... Wir gucken erstmal nach Schätzen jetzt hier. Ich gucke jetzt erstmal nach... Wir gucken jetzt erstmal nach Schätzen hier. So. Ich sehe es auch gar nicht mehr. Ich sehe es auch... Ich höre es.
Da oben läuft's auch schon. Da oben läuft's auch schon. Guck mal, wie es da läuft. Wir gucken erstmal nach Schätzen. Oh, 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 oh. Japp. Komm schon. Ein Schrotthaufen. Ein Schrotthaufen, ich fass es nicht. Ich glaube, wir haben jetzt 10 Schrotthaufen gefunden. Oder wie viel? Das gibt's doch gar nicht. Dann läuft jetzt hier mal ein gestreiftes Lama rum. Ein kariertes. Am Hintern gestreift und am Kopf kariert will ich jetzt eins hier dafür haben. Wenn wir hier schon nur immer Schrotthaufen... Hallo? Wo ist da noch ein Hühnchen? Wenn ich jetzt hier immer schon nur Schrotthaufen finde. Jetzt gibt es auch noch eine große Insel mit nur einem Schatz. Oder sowas. Aber da läuft da... gerade gedacht hier, der Baumstamm ist ein Tierchen. Ist nix. War das irgendwie... waren wir auf der hier schon mal, auf dieser großen Insel, die so aufgebaut ist? Jetzt wirkt das Wetter auch wieder so wie immer. Aber als wir eben angekommen sind, das war doch... das wirkte doch eher wie... da oben ist ja auch eine Geier. Auf dich habe ich auch gewartet. Du hast sogar schon ein Steinchen dabei. Das war knapp. Das war knapp. Aber diesmal haben wir sowieso Heilsalbe mit. So ein Pfeil. Wir brauchen immer nur gucken, wie viel von 30 wir verschossen haben. Das ist sehr komfortabel, wie du da landest. Der hat gesessen. Er hat trotzdem seinen Stein bekommen. Das ist ungünstig. Nee, lass ihn werfen. Au! Aber nicht treffen! Nur werfen. Ah! Okay, einmal hat er uns schon wieder. Oh, nicht... ungünstig. So, 2 Pfeile hat er jetzt abbekommen. 2, 3. So, ich hoffe, der nächste erwischt ihn schon. Weil das wäre super, mit 4 Pfeilen. Oder auch wenn es dann noch 5, wenn wir 5 brauchen, ist auch noch okay. Ja, okay, das waren 4, brauchen wir auch 5. Brauchen wir ein weniger, weil mit dem Metall waren es, meine ich, immer 6. Wie, wo willst du jetzt hin? Komm, nee, 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 nee. Stürzer. Das sah jetzt aus, wenn er abgestürzt ist. War sehr seltsam runtergekommen. Nee, da ist er. Da ist er. Okay. Letzter Treffer. Und weg mit dir. Nicht da runter. Ach, naja. Egal. Wir können ihn auch hier einsammeln. Macht nichts. Das lohnt sich aber, weil wir kriegen ja unsere Pfeile auf jeden Fall. Jetzt zappelt aber extrem rum. Unsere Pfeile auf jeden Fall immer wieder raus. Das sieht schon gut aus, wie er da rumzappelt. Okay. Den sind wir auch los. Ich habe, glaube ich, eben auch eine Ziege gehört. Irgendwo hier meine ich, habe eine Ziege gehört. Das, ich kann mich nicht erinnern, auf so einer Felsinsel schon mal gewesen, mit so einem riesen Berg hier auch. Oder wir waren immer von der anderen Seite drauf, sind immer auf der anderen Seite rumgelaufen und hier unten vielleicht noch nicht so viel. Kann ja nicht sein, dass hier auch nur ein Schatz drauf ist. Ja, und jetzt, auf jeden Fall, hier muss jetzt irgendwo unser gestreift kariertes Lama rumlaufen. Wenigstens als Entschädigung. Ich glaube, jetzt sind wir einmal rum. Vorne dürfte wahrscheinlich gleich wieder das, ja, das Hühnchen auftauchen. Da ist ja auch schon unser Floß. Okay, hier sind wir einmal rum. Und nur ein... Hallo. Es saß da so, es hat sogar kurz da gesessen. Ich glaube, das... Wir haben 2 Netze haben wir ja dabei. Wir können ja so 2 Tiere fangen, theoretisch. Praktisch auch. So, gehen wir erstmal hier rein. Aber Leute, das kann doch nicht sein. Wir müssen auch längst eine 2. Schatzanzeige irgendwo haben. Vor allem habe ich jetzt irgendwie auch noch gar keinen Weg nach oben gesehen. Von der Seite. Wir müssen ja irgendwie auch nach oben raufkommen. Der Händler muss ja auch irgendwo da oben sein.
Und nur ein Schatz. Oh, aber hier, vielleicht gibt es auch noch ein paar seltene Rezepte, die wir nicht haben. Da hat man in diesen Kisten, in den Höhlen auf jeden Fall immer eine gute Chance. Zap. Da war jetzt keins drin. Da war nur der einfache Smoothie. Aber Rezepte hat man hier auf jeden Fall oft. Und da können auch mal noch besondere dabei sein. Es sei denn, wir haben vielleicht schon alles gefunden. Das weiß ich nicht, wie viele Rezepte es gibt. Den können wir auf jeden Fall erstmal raustun, den Smoothie. Und Steine können wir auch rausschmeißen. Und den Rest nehmen wir... Nee, hier. Guck mal, das können wir auch rausschmeißen. Zwei Seile und so ein bisschen Plastikschrott. Da haben wir die Netze noch voll. Schon wieder mal. So, aber irgendwo muss doch hier auch... Hier auf der Seite nicht. Oder hier vorne kam man dann, glaube ich, rauf. So, da haben wir eben gerade den ersten Schatz ausgebuddelt. Den ersten und einzigen bis jetzt auf dieser Insel. Und eigentlich, wenn da... Wir müssen doch hier... raufkommen. Aber... Ja, so viel Platz ist da oben auch nicht. Normalerweise müssten wir wahrscheinlich auch jetzt schon eine Anzeige kriegen. Für den Schatz da oben. So, das könnte der Weg nach oben werden. Das könnte der Weg nach oben werden. Das ist er auch. Ja, das ist unser Weg nach oben. Okay, da könnten hier, kann jetzt hier doch vielleicht noch. Da ist aber auch nochmal ein Schweinchen. Und hier ist nochmal ein Schätzchen. Okay. Das ist auch wieder ein Schrotthaufen. Ist dann... Weiß ich gar nichts mehr. Hallo? Ja, lauf du erstmal da runter. Wir laufen erstmal hier rauf. Wie weit jagten uns das? Ist auf jeden Fall noch hinter uns. Okay, jagt uns schon ein Stückchen. Jetzt die Frage, ist das hier unten? Au, 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 au. Da ist er. Das muss hier sein. Okay, Schweinchen. 5 Stück brauchte der. Oh, das war knapp. Und bloß nicht irgendwo runterpurzeln. Mit unseren kostbaren Titan. Am besten müssen wir den dann so erwischen, dass er irgendwie die... Au! Gegen uns läuft, ist auch gut. Gegen die Wand läuft, wollte ich sagen. Hier in die Ecke rein. Ich häng fest. Oh, das Schweinchen hängt auch fest. Ah, super. Sehr schön. Nur, dass er nicht runterfällt. Mit unseren ganzen Pfeilen. Super. Ich höre auch schon die Händlermusik oben. Wieder so eine Wand verbuddelt und... Hier ist ein Schrotthaufen, das ist unglaublich. Leute, es gibt keine... gibt keine Schätze mehr. So, und jetzt geht's da hinten weiter nach oben. Da rennt er jetzt aber dafür, da rennt er jetzt wirklich irgendwas, da rennt jetzt was ganz Besonderes an Tier rum dafür. Aber, ja. Eine Ziege. Eine ganz normale Ziege! Ne, die nehmen wir jetzt nicht mit, die nehmen wir jetzt nicht mit. Und kein Schatz mehr hier oben. Nee. Aber vielleicht noch... Darf ich jetzt noch ein besonderes Hühnchen? Irgendwas? Irgendwas finden auf unserer Schatzsuche? Was sagen die Taschen? Die sagen, da passt noch ein bisschen was rein. Nee, schade. Gehen wir nochmal nach ganz oben. Da sind auf jeden Fall noch ein paar Kisten. Au, 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 au. Könnte wehtun. Au, tut auch weh. Ja, Leute, was... Also jetzt nochmal dann ganz da auch die Frage. Habt ihr auch ganz sicher... Also ihr habt ganz sicher... Aber ihr habt das schon gesagt, ihr habt Schätze gefunden. Da brauche ich gar nicht nochmal fragen. Das wäre ja auch blöd, wenn man nach dem Ende... Vor allem, weil man dann ja auch erst noch viele Baupläne bekommt auf Utopia, viele Sachen erst dann einkaufen kann, muss man nachher auch noch Schätze finden können. Oh, die sind ab jetzt einfach super selten. Hm.
Finden wir mal raus in den nächsten Folgen, wie der weiter auf Schatzsuche. Jetzt erstmal zurück aufs Floß und dann müssen wir jetzt zum Ende dieser Folge kommen. Zurück aufs Floß. Eventuell gehe ich alleine ein bisschen einkaufen, weil jetzt haben wir die Insel ja hier komplett erforscht. Ein bisschen hier rüberflitzen, ein bisschen was einkaufen. Kann ich dann alleine noch machen. Schon mal wieder beim Händler die Köder auffüllen, nur ein bisschen Titan einkaufen. Und was war noch an Gewürzen auffüllen immer. Und danach, was ist das denn hier? Ach nee, warte, was leuchtet denn da? Ist nur der Felsen. Und dann fahren wir schon mal Richtung Tangaroa, dass wir in der nächsten Folge vielleicht sogar schon da angekommen sind. Ihr Lieben, so machen wir das, würde ich sagen. Weil hier haben wir uns jetzt wirklich umgeguckt. Dann kann ich auch alleine kurz noch zum Händler flitzen und vielleicht noch ein bisschen Schrott abtauchen. Mal sehen. Ihr Lieben, wie immer sage ich vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs dabei gewesen sein, fürs... Geht gut. Fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge. Hoffentlich erfolgreicheren Schatzsuchen-Folge.